Im Jahre 1879 wurde im kleinen Ort Schinsnach im Schweizer Kanton Aargau die Landgärtnerei Zulauf gegründet, welche ab 1928 eine Feldbahn mit Handverschub für die internen Transporte nutzte. In den 50er Jahren verdrängten neue Traktoren und Kleintransporter die Feldbahn. Jedoch nicht für immer, denn anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Landgärtnerei suchte man nach einer außergewöhnlichen Attraktion und wurde auf die kleinen Bahnen aufmerksam. . 1976 begann man dann mit dem Wiederaufbau der Strecke. Das dringend benötigte Rollmaterial wurde aus der DDR, der Bundesrepublik und Polen gekauft. Die erste Maschine war die Dampflok Taxus, welche auch bei meinem Besuch die Züge durch die Baumschule zog. Sie wurde 1917 von Krauss an die Deutsche Heeresfeldbahn ausgeliefert, welche sie als HF 1575 in ihren Bestand einreihte. . 1922 wurde sie an die Gräflich von Arminsche Kleinbahn verkauft, welche heute als Muskauer Waldeisenbahn bekannt ist. Nach der Übernahme der Kleinbahn durch die Deutsche Reichsbahn wurde ihr die Nummer 993311 zugeteilt, unter welcher sie bis 1977 eingesetzt wurde.
Anschließend wurde sie erneut aufgearbeitet und in die Schweiz verkauft. Eine Besonderheit stellt die Druckluftbremse dar, welche keine andere Brigadelok besitzt. Die Dampflok Taxus erreicht den Haltepunkt Baumschulsee, wo für die Personale und die Maschine eine kurze Verschnaufpause ansteht. Wer sich für eine Mitfahrt und den Streckenverlauf der Bahn interessiert, dem möchte ich mein zweites Video zu dieser liebenswerten Bahn ans Herz legen, welches ich euch oben rechts in der Infokarte verlinkt habe.
Die neue Schinsnacher Baumschulbahn zeichnet sich durch eine sehr abwechslungsreiche Strecke mit Steigungen, Brücken und Bahnübergängen sowie einem bunten Fuhrpark aus. Ein Besuch ist für Feldbahner sehr empfehlenswert. Lediglich die Klänge der Dampfpfeifen werden die meisten schmerzlich vermissen.